Wir haben Moriana hinter uns gelassen, wollten wir auch nur durch. Genau. Eigentlich, wie gesagt, suchen wir ja unseren Platz zum Entsorgen. Haben aber nochmal überlegt, Mensch, 12.30 Uhr und macht es nicht Sinn, wenn man entsorgen will, vorher noch abzuwaschen und Mittag zu machen, damit sich das auch richtig lohnt. Und so haben wir das uns gedacht, wir kennen doch da einen Parkplatz. Den hatten wir doch schon mal angefahren. Genau, damals haben wir nämlich hier gestanden auf dem Platz, um zu gucken nach einem weiteren Ausruhplatz, der direkt da drüber ist, über den Tunnel. Genau, oben nämlich. Eine Passstraße, eine alte. Und wenn man da lang fährt, kommt man nämlich wunderbar zu einem Schlafplatz und eine tolle Aussicht. Ich empfehle euch wirklich da die Reise 2019 nochmal anzuschauen. Genau, und ich muss da jetzt erstmal runter, nämlich ein bisschen die Butter schwenken. Wir machen nämlich hier Fisch mal wieder. Yeah. So. Das freut mich wieder, Fisch. Und der Marcel. Ja, der räumt jetzt hier, weil wir haben so viel von diesen PET-Flaschen und wir haben gesagt, diesmal schmeißen wir sie nicht weg, weil das muss auch nicht sein. Ist auch ein bisschen Geld. Wir haben auch genug Platz, allerdings muss das so ein bisschen logistisch, vorbereitet werden. Und genau. Das, darum kümmerst du dich jetzt. Kümmere ich mich drum. Und wir werden noch immer noch über Strom reden. Das kommt noch. Keine Ahnung. Ich habe hier den Timer gesetzt. Aber jetzt hau ich erstmal den Fisch auf den Grill. Mach mal. So, neue Perspektiven. Nachdem wir richtig lecker gegessen haben, haben wir einfach mal gedacht, wir tauschen mal die Beifahrer aus. Die Fahrer sind dieselben geblieben, aber die Beifahrer haben sich geändert. Vor uns fährt jetzt der Malibu und ich habe gedacht, ach, ein bisschen, so eine halbe Stunde könnte man ihm auch mal im Pepper mitfahren. Ich glaube, das längste, was ich mal im Pepper gefahren bin, obwohl doch war eine Stunde. Aber nicht auf dem Beifahrersitz. Ja, und dementsprechend gibt es jetzt ein paar Bilder von vorne. Und mal sehen, was wir als nächstes mal, also Fähr- und Entsorgung, das kommt jetzt als nächstes. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Magazines, the ocean falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble? So, neue Perspektiven habt ihr gerade gesehen. Und wie war es mitzufahren im Teddy? Auf Dauer müsste ich den Sitz umändern. Ich habe den jetzt nicht so viel geändert, damit wir den gleich wieder umswitchen müssen. Und ich sehe gerade, da vorne steht ein DeLorean. Wollen wir mal zurück in die Zukunft reisen? Stimmt. Das ist ja cool. Hammer. So. Der Pepper hat auf jeden Fall, Teddy klappert irgendwo. Wir sind mal auf Spurensuche. Mal sehen, wie lange der jetzt noch klappert. Ob wir vielleicht die Stelle schon gefunden haben könnten oder ob es noch was anderes ist. Auf jeden Fall wie gesagt, Fähr- und Entsorgung. Hier an der Shell-Tankstelle in dem Ort, der unten eingeblendet ist, weil ich ihn gerade nicht weiß. Ich wüsste, dass hier ein Rema ist und dass hier ein Spar ist. Ich muss mich da jetzt mal konzentrieren, weil ich glaube, ich gleich stoppen muss. Gleich muss gestoppt werden, aber das ist noch ein bisschen, da hast du noch Zeit. Sagst du mal Bescheid. Sonst gibt die Kamera her, du redest doch eh nicht. So, auf jeden Fall hier die Fähr- und Entsorgung ist auf jeden Fall kostenfrei. Ihr könnt Grauwasser loswerden, ihr könnt Schwarzwasser loswerden und ihr könnt Frischwasser betanken. Alles kostenlos. Das Schöne ist hier, 105 Liter. Bodeneinlass. Zusammen. Ja,
also dementsprechend richtig gut und wie gesagt, der Ort ist eingeblendet. So, damit ihr seht, sind beide Fahrzeuge da, der Buggy hinter mir, Teddy. So, wir werden jetzt einen Schlafplatz suchen, haben noch keinen Plan, wo der sein könnte. Wir haben so ein Pi mal Daumen Ding, was wir uns angedacht haben. Ob das aber was wird, das seht ihr, wenn wir am Ziel angekommen sind. Das war's mit Nordnorwegen. Hier ist die Grenze, da seht ihr den Strich. Ab jetzt fahren wir in den Süden, nach Südnorwegen. Und da haben wir noch so viel zu tun, weil wir haben noch 2 Wochen. Ja, da haben wir noch viel zu erleben, ne? Also, wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen Dänemark vielleicht. Das gucken wir einfach an, wie viele Tage es werden. Theoretisch habe ich genug geplant, aber auf jeden Fall war es jetzt notwendig, hier einfach mal kurz anzuhalten. Und kommen jetzt mal ein bisschen näher für euch. Gleich seht ihr noch eine Aufnahme, denn wir werden jetzt in den nächsten 10 Kilometern etwas ganz Besonderes haben. Wir werden noch nicht sagen, um was es sich handelt. Nein. In den nächsten 10 Kilometern werdet ihr sehen. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt, ob wir unseren Schlafplatz, ob der auf jeden Fall aufgeht. Weil, wenn das nicht, dann haben wir noch ein paar Kilometer zu fahren. Ja. Und morgen wahrscheinlich geht es da sogar schon bis nach Trondheim, weil das, glaube ich, wird von den Kilometern halt passen. Das werden wir hinkriegen, genau. So, und jetzt fahren wir weiter. Odyssee von Park for Night. Mal wieder. Also, wir hatten uns hier einen Platz ausgesucht, weil das hat sich schön beschrieben. 15 Parkplätze, zwar direkt an der E6, aber das sollte nicht stören. Ja, das, was soll man sagen? Das Ding ist, kannten wir schon vor 3 Jahren und es sieht genauso aus wie vor 3 Jahren. Da gibt es keinen Parkplatz. Nein, das ist nämlich ein Industriegebiet, ein Industriegelände sozusagen, was da irgendwie so wie Steinabbau so betrieben wird. Und sorry, aber da ist nichts von wegen hier, ich parke da mal einfach for free. Dies geht nicht. Also vielleicht haben sie einen Parkplatz, der mal war, damit zugenommen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt diesen Platz auf jeden Fall gemeldet bei Park von Night, dass der bitte rausgenommen wird, weil das ist wirklich unsinnig. Ja, ist privat. Das macht keinen Sinn. Auf also jeden Fall total nicht. Wahnsinn. Und deshalb sind wir einfach zurück nach, jetzt muss ich gucken, Haran gefahren. Das ist nur 2 Kilometer wieder zurück. Naja, so aussprechen tut man es wahrscheinlich wieder nicht, aber wir wissen das halt nicht. Es steht jetzt hier unten eingeblendet. Ich möchte, dass ihr uns bitte Voice-Nachrichten schickt, damit wir wissen, wie das richtig ausgesprochen wird. Ja, derjenige, der das weiß, kann es ja mal schreiben. Auf jeden Fall stand drin 240. Man muss hier, wenn man hier auf dem Platz steht, auf jeden Fall zu der Tankstelle gehen. Da ist auch die Rezeption. Mhm. Und die Rezeptionistin hat unser gebrochenes Englisch, weil wir sind völlig fertig. Nicht wirklich verstanden. Sie hat uns jetzt eigentlich eine Art Hütte vermietet. Naja, ich habe aber Mobile Homes auf jeden Fall gesagt. Genau, Caravan, etc. Auf jeden Fall, egal. Wir haben jetzt 200 Kronen pro Fahrzeug bezahlt. Also 400 Kronen. Es ist ja auch im Endeffekt, stehen wir nur eine Nacht hier und mehr machen. Genau, und dann geht es weiter, weil wir wollen jetzt nicht weiter. Wir hätten noch was gefunden in 75 Kilometer Entfernung. 45 Minuten wäre das gewesen. Das ist noch zu weit. Irgendwann ist ja auch mal Schluss, denn es ist auch, sage ich, schon 18.30 Uhr. Wir wollen ja nicht in solchen späten Zeiten eigentlich noch fahren. Und wir haben eine ganze Menge Kilometer gemacht. Ich glaube, 330, 340, so knapp. So viel wollten wir ja gar nicht.
Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge und es reicht für heute. Ja, morgen geht es dann auf jeden Fall weiter. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die hatte ich die ganze Zeit drauf. Und zwar haben wir ein kleines Problem strommäßig. Und zwar haben wir den alten Spannungswandler aus dem Bulli. Mit dem konnten wir eigentlich immer Laptop laden, das war kein Problem. Ein 55 Watt Eierkocher kriegt der nicht hin. Der fängt ja sofort an zu piepen. Problem, was ich da vermute... Darf ich noch kurz was sagen? Und zwar nur im Pepper. Nehmen wir dasselbe gerade Kladderadatsch und packen es hier hin. Gibt es zwar einmal so ein leichtes Hüp, so dass es eine Lastspitze da drin ist, aber dann geht's weiter. Was könnte das sein? Ja, ich vermute, dass das einfach die Sicherheitsabschaltung ist, nämlich dass dort der Stromwandler sagt, Mensch, ich habe gar nicht genug Strom mehr auf der Batterie, ich schütze die, daher schalte ich ab. Und das wird wahrscheinlich das Problem sein und das signalisiert er dann mit dem Piepsen. Ja, da wird wohl nicht genug Power in den Batterien von Teddy sein. Also das heißt, die Lithium-Batterien, die sind ja nun mal stabil, was den Strom betrifft, aber das ist halt bei AGM-Batterien, die noch im Teddy drin sind, nicht so. Also müssen wir mal weiter beobachten. Wahrscheinlich werden wir weiterhin Eier kochen. Genau, wir werden das ganz gut machen, weil das funktioniert sehr gut. Das funktioniert auch mit unserem. Natürlich noch mal viel besser, das ist logischerweise klar, weil das ist ja auch professionelles Gerät. Ja, aber alles gut, wir kriegen das schon hin. Und jetzt müssen wir gleich unseren Elch wieder richtig hinstellen und dann geht's für uns Abendbrot essen. Apropos Elch, wir haben einen gesehen. Aber können ihn euch nicht zeigen, weil der war so schnell da. Wir haben wirklich Glück gehabt. Auf jeden Fall können wir sagen, wir haben Elch gesehen. Und wenn ihr mal einen Elch sehen wollt, fahrt ihr entweder nach Hannover, da wohnt einer, oder ihr kommt nach Norwegen, Schweden, Finnland. Da könnt ihr vielleicht einen in live sehen. Das sogar noch viel besser. Der quatscht nicht so einen Blödsinn. Genau. Guten Morgen. So, heute mal mit Toast und auch mal aus dem Pepper. Mein anderes Blick sozusagen. Jetzt wird erstmal schön gefrühstückt und dann geht's weiter. Heißt heute Kilometer machen wieder. Wie ihr das Toastbrot brennt. Hast recht, ich möchte ein vernünftiges Toastbrot haben. Nein, wir werden natürlich gleich noch eine Platzrunde drehen, weil heute kein Regen. Regen hat sich ausgeregnet. Dementsprechend können wir euch kurz mal den Platz hier vorstellen. Was der dann kostet, werden wir euch einblenden, weil die Preise zwischen Park4Night, der Internetseite und das, was wir bezahlt haben, ist völlig unterschiedlich. Vielleicht ist auch eine Spielspaß-Spannung-Aktion. Seien wir mal überrascht. Und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall Frühstück. Was macht der Toast? Ist gleich soweit. Na dann. Lecker gefrühstückt haben wir. Jetzt wollten wir euch ja nochmal den Platz zeigen. Ja, und im Endeffekt eine wunderbare Aussicht auch gleich nochmal zeigen, weil es sieht so richtig cool aus. Wir blenden euch, wie gesagt, die Adresse hier gerade ein, weil es sind unterschiedliche Preissegmente. Also bezahlen können wir auf jeden Fall sagen an der Tankstelle, das ist die Rezeption. Genau, das ist ganz vorne sozusagen, also nicht zu übersehen. Genau, ihr sollt aber bitte nicht an der Tankstelle stehen, ihr sollt ruhig rauffahren auf den Campingplatz. Da zeigen wir euch dann gleich jetzt, ein Bild wird euch jetzt eingeblendet. Da sollt ihr euch hinstellen, da gibt es auch die Informationen. Das ist das nächste Bild, was ihr jetzt gerade seht. Und da könnt ihr noch ein paar Informationen nachlesen. Und da steht nämlich drauf, ihr müsst zur Tanke, dort könnt ihr euch dann einfach ein Ticket holen. Strom kostet extra, das müsst ihr auch bitte sagen. Wir wurden gar nicht gefragt. Wie gesagt, die nette Kollegin war wahrscheinlich neu an der Tanke und welche Tanke hat schon Campingplatz zu mit man? Das ist relativ selten. Ja. Also dementsprechend weiß man das vielleicht nicht unbedingt. Aber deshalb sagen wir euch, ihr müsst schon sagen, wenn ihr Strom haben wollt. Genau, ja. Fähr- und Entsorgung habt ihr zu der Seite. Da ist Toilette in dem Häuschen drin. Unten ist der Bodenablass und an der Seite rechts habt ihr noch Frischwasser. Also auch alles da, alles drauf, dafür gesorgt sozusagen. Genau, und klassischer Gardinenanschluss für Frischwasser, so dass ihr auch euren eigenen Schlauch dafür nutzen könnt. Und die Plätze? Ja, sind alles Wiesenplätze, also wenn es stark regnet, wahrscheinlich eher nicht zu geeignet.
aber hat genug und einige Plätze haben halt auch Strom. Wie gesagt, fragt das bitte nach. Vielleicht idealerweise habt ihr eine App dabei. Wenn euer Englisch sehr gut ist, habt ihr auch keine Probleme. Mit Händen und Füßen könnt ihr es auch gehen. Idealerweise habt ihr aber euer Handy dabei mit einem Google- oder Apple-Übersetzer und dann könnt ihr zur Not das darüber besprechen. Genau, Plätze zeigen wir euch mal gleich. Wir schwenken einmal rum. Genau, Hütten könnt ihr auch noch mieten, wenn ihr wollt. Das gibt es auch. Aber das findet ihr alles auf der Internetseite. Jetzt gibt es den Schwenk und so viel zum Platz hier in dem Ort, dessen Namen ich leider vergessen habe. Er heißt nicht Voldemort. Nee, Harer oder sowas. Haren oder sowas. Haran Camping. Haran. Genau. Auf jeden Fall sehr schön hier direkt am Wasserfall. Man hört halt den immer ein bisschen, aber den stört nicht. Das habt ihr ja vorhin schon gesehen, die Bilder. Ne? Und jetzt machst du den Schwenk und ich mach noch ein paar Fotos und ja, dann haben wir das eigentlich alles wichtig. Wishing for the kind of love you see in magazines. The ocean falls and nothing's what it seems to be. The part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? So, fair und entsorgt haben wir auch. Was Stefan gerade noch rausbekommen hat, man kann hier auf dem Platz auch direkt rauffahren. Das kostet dann 50 norwegische Kronen. Dann kann man hier auch fair und entsorgen, ohne dass man hier übernachten möchte. So, und jetzt kommt der Nächste, der hier entsorgen will, falls ihr das erkennt. Einer nach dem anderen hier. Auf jeden Fall, sie haben eine Minigolfanlage noch. Wir können euch aber nicht sagen, wo ihr hier das machen könnt mit Minigolf. Und ja, und gleich erzählen wir euch noch was zu den Fährpreisen, denn wir haben ja die erste Fähre schon hinter uns und eben gerade kam die Rechnung, deshalb können wir euch dazu was auch erzählen. Eins wollten wir noch gesagt haben, wieder der erste Fährpreis ist angekommen. Gerade die Rechnung für die Fähre Moskenes-Bodo kostet normalerweise 764 norwegische Kronen, also genau, knapp 76 Kronen. Dann die Hälfte. Den Tipp von Kai von Travel Camp in Living, der zur rechten Zeit kam, konnten wir was vorinvestieren, also sprich Guthaben aufladen bei Autopass Ferie. Ferie.autopass. NO. Wir blenden euch das ein. Und dementsprechend, da konnten wir was drauf machen, das haben sie abgebucht. Wir haben 50% Rabatt bekommen. Das hat sich richtig gelohnt. Das heißt, ein Auto ist umsonst rübergekommen. So kann man es auch sagen. Ja. Und wir sind gespannt, ein paar Ferien kommen noch. Vielleicht bezahlen wir tatsächlich nichts weiter. Das heißt, wir kommen, alles von unserem Guthaben wird abgezogen. Das wäre natürlich super. Schauen dann wir mal. Dann sparen wir richtig viel Geld. So, und jetzt fahren wir zum Einkaufen und dann mal gucken, was der Tag heute so bringt. Wahrscheinlich die E39. Einkauf ist erledigt und schon haben wir es 11.18 Uhr, sind nicht weit gefahren, Rema 1000 wie immer und jetzt haben wir mal für 3 Tage eingekauft und ja, für 4 Personen mit viel Fleisch, Gemüse und Obst sind wir mal bei 1.383,75 norwegische Kronen, Pi mal Daumen,
wir sind ja nett beim Hochrunden. 140 Euro haben wir jetzt bezahlt. Das ist natürlich ein Menge Brett, aber wir haben natürlich Süßigkeiten dabei, wir haben Cola dabei. Das ist alles schon eine Menge. Genau. Aber wir haben immer noch Platz, wir könnten immer noch einkaufen, aber ich glaube, irgendwann reicht's. Ja, es sind auch viele schöne Sachen dabei, man muss das halt auch sagen, ne? Das auf jeden Fall. Also wir haben so viele gute Sachen mit an Bord und... Da fliegt ein Ball übers Netz rüber. Tja. Ja, hier hinter uns spielen nämlich die Kinder, die sind nämlich in der Schule, haben wahrscheinlich gerade Pause und ja. Mann, und schon kommen sie. Ja, wo ist er jetzt hin, der Ball? Suche. Ja, ganz witzig. Naja, aber so ist das halt. So, wir werden jetzt weiterfahren. Die haben einen irritiert, die Kinder. Ja, wir werden jetzt weiterfahren und werden in Richtung unseres Schlafplatzes ja im Prinzip fahren. Genau. Und zwischendurch einfach eine Pause machen. Irgendwann. Genau. Wann, wo und wie, das wissen wir natürlich noch nicht. Genau. Sehen wir dann. Ganz spontan, auf einmal im Kreise gedreht. Ich muss ihn wirklich weiterfahren. Moment, war im Kreis umher. Und ich dachte, was will der denn? Ihr spinnt ja völlig. Genau. Aber wir haben gerade eine Tank gesehen. 20,89. Das war ja schon bei der Esso so günstig mit 21 und die war jetzt noch mal günstiger, weil für 2,09 Euro sollte man definitiv tanken. Also so günstig kommt man da nicht dran. Vielleicht natürlich sind wir auch angearscht und es wird noch viel, viel günstiger, aber wir müssen eh nur halb tanken. Dementsprechend machen wir jetzt voll, dann haben wir die Ruhe weg. So, da sind wir wieder bei unserem Platz angekommen und dieser Stift wollte mir gerade meinen Keks klauen hier. Ha. Gehst du weg? Oh, das ist mein Keks. Ich will auch einen Keks. Will ich einen Keks holen? Ja. Jetzt holt er einen Keks. Nein, unser Platz ist nämlich aufgegangen und wie beim letzten Mal, also auch wieder super. Klar, bisschen an der Straße, ein bisschen laut, zeigen wir euch gleich nochmal. Wir werden jetzt erstmal hier noch eine Runde spazieren gehen, deswegen habe ich mir sicherheitshalber mal den Pullover umgeschnallt. Denn es ist doch ein bisschen windig und vielleicht brauche ich ihn ja. Das haben wir beim letzten Mal nämlich nicht gemacht. Sind wir keine Runde gelaufen. Und deshalb tun wir das diesmal. Und jetzt weiß ich, wie er endlich seinen Mund hält, indem ich einfach einen Keks im Mund stecke. So, und jetzt zeigen wir euch kurz den Platz und dann gehen wir eine Runde. Schon wieder sitzen wir. Du kommst gleich ins Fernsehen, warte doch ab. Ach so. Der ist wieder so fernsehgeil, unfassbar. Kümmere dich ums Essen. Wo werden wir denn ausgestrahlt? Bei ARD, ZDF oder woanders? Bei JT. JT, ach so. Oder bei YT? Keine Ahnung. YT. OI. Ube. Bei YouTube. Ach, bei YouTube. Bei der Tube werden wir ausgestrahlt. Bei der Tube, ach so. So. Wir machen 0,0 Campingverhalten. Wir haben uns einfach mal rausgesetzt, weil wir dachten, im Stehen ist das einfach blöde. Das Wetter ist auch super. Genau. Mal gucken, wie lange die Sonne uns hier noch hat. Aber wahrscheinlich steht die lang genug da drüben, dass es funktioniert. Und jetzt seht ihr auch den, der da unbedingt ins Fernsehen wollte. Hallo, ich bin im Fernsehen. Ja, was machst denn du da? Ja, ich habe den Safari-Schiff rausgeholt und wir machen jetzt hier Gyros. Boah, stinkt nämlich dann im Auto nicht. Einfach ein bisschen schnell Fleisch zusammengeschnitten, ein bisschen Gyros-Gewürz drauf, Zwiebel dran. Und was gibt's dazu? Wir haben Kartoffeln, Tzatziki und was haben wir denn noch? Ach, Krautsalat und für dich natürlich Brot. Lecker! Genau, da sieht er mal wieder, wie es bei mir abgeht. Brot. Aber naja, ich esse es ja gerne. Ah, Mama. Nee, geh weg.
So, und nachdem es jetzt so laut wieder wird, machen wir die Kamera aus und morgen melden wir uns dann wieder von der Atlantikstraße.